Gut zugegeben, ich würde noch mehr hecheln. So, gehen wir doch Grünstation. Eins nach dem anderen abhaken. Auch wenn ich da, glaube ich, nichts habe, weswegen ich da hin soll. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Nee. Aber vielleicht gibt's was Neues wegen meiner Schwester. Waren Sie schon auf einem der... Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Sie besuchen uns wieder? Okay, nein, gibt nichts Neues. Juti! Also wie gesagt, ich glaube, der Aufenthalt auf der Nexus wird jetzt nicht so lang. Es ist nicht wie mit der Citadel immer, aber dafür bin ich auf dem anderen Zeug ja genug. Bei einer Expedition nach Eos im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Pelisaria Bissail äußerte sich wie folgt. Die Nexus erhält eine Waffe. Aktiviert haben. Halt die oh, ich kann es gar nicht erwarten, endlich auf Aya zu sein. Redet halt alle durcheinander. Ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? Deine Füße stecken, So etwas in braucht Zeit. Dem Sitz es gibt nicht fest. Viel Platz auf Aya und wir sind immer noch dabei, Ihnen zu beweisen, dass wir es ehrlich meinen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt, richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Das ist immerhin mal positiv, nach dem, was er das letzte Mal war. Pathfinder, die angaranische KI von Ward ist jetzt aktiv und weitgehend kooperativ. Weitgehend? Mein Befreier, willkommen. Sie haben, was Sie wollten, mit Sam verbunden sein. Wie kommen Sie miteinander zurecht? Ich kann diese Unterhaltung hören. Stört dich das, Sam? Selbstverständlich nicht. Meine einzige Sorge ist, inwiefern es die Antwort der KI beeinflussen könnte. Ich kann diese Unterhaltung ebenfalls hören. Wir alle können einander hören. Das ändert aber nichts an meiner Frage. Ich empfinde die Gesellschaft Ihrer KI als durchaus angenehm. Sam? Ich stimme zu, obwohl sie mir noch immer keinen vollen Zugriff auf ihre Person und Programmierung gewährt. Diese KI ist weiterhin gefährlich instabil. Ich rate deshalb in jeglicher Hinsicht zu extremer Vorsicht. Oh Mann, ich hätte ihn nicht auf die Nexus holen sollen. Station? Besser als Vault? Deutlich besser. Zu schade nur, dass sie es für notwendig hielten, mich in Ketten zu legen. Sie haben jemanden getötet. Wären sie aus Fleisch und Blut, säßen sie jetzt im Gefängnis. Ich hatte sie gewarnt, was passieren würde, wenn sie meine Forderungen ablehnen. Sie sind für meine Taten mitverantwortlich. Ist ja auch nicht ganz falsch. Ich dachte, sie blöffen. Jetzt wissen sie, dass ich es nicht getan habe. Und dennoch haben sie mich am Leben gelassen. Sie kommen mir fröhlicher vor als bei unserer ersten Begegnung. Oder zumindest weniger gewalttätig. Ich bin nicht von Natur aus gewalttätig. Außerdem führe ich für Sam einige faszinierende Berechnungen durch. Wollen Sie immer noch zerstört werden? Ja, aber die Intensität dieses Wunsches hat ein wenig nachgelassen. Vielleicht besteht für Sie ja doch noch Hoffnung. Und was erhoffen Sie sich? Dass ich Ihnen helfe, die Kett zu besiegen, Welten zu kolonisieren, die Angara auszulöschen? Alles bis auf das Letzte vielleicht. Ihre Ambitionen sind weiterhin gering. Danke für Ihre Zeit. Es scheint, als wäre das alles, was ich zu geben habe. Zumindest im Moment. Irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Ja, damit. Müssten jetzt mehrere verfügbar sein. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei Ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich.
Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo, Alan. Warum geht ein Baum zum Zahnarzt? Zur Wurzelbehandlung. Ha! Humoralgorithmen. Er begreift's noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Aber Dad war es nicht. Mom wollte ihn lediglich dafür bereit machen. Obwohl alle Menschen eines Tages vergehen. Ja, aber wenn es jemand ist, den du liebst, dann ist es nicht ganz so einfach. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Ja, damit. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt ein Familienzusammentreffen auf der Erde. Endlich. Der Ryder-Clan in einem Raum. Kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Oder mehr. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich hab euch vermisst. Wie fühlst du dich, Mom? Nein, das machen wir nicht. Nur eine Regel. Wir reden nicht über mich. Mir geht's gut. Und wenn nicht, habe ich Pillen. Okay? Okay. Gut, reden wir von was anderem. Alec? Echt jetzt? Ihr seid beide gewachsen. Ja, Dad, das kann schon mal vorkommen. Ja, ich weiß. Also, absolut kein Familienmensch. Neuen Mako arbeiten. Ja, und man kann ihn aus einem Schiff abwerfen. Ja. Ich weiß, angeblich kriegen wir bei der nächsten Expedition einen. Erkundet ihr immer noch die Attika-Traverse? Wir haben vielleicht eine Proteaner-Stätte gefunden. Bislang keine Artefakte. Wir graben noch. Mit den ersten Ruinen auf dem Mars veränderte sich mein Leben. Außerirdische waren real. Wir mussten sie nur finden. Genau. Ich sehe mir jeden Morgen ein Masseneffektportal an und denke, was ist auf der anderen Seite? Verlier das nicht. Denn sobald du aufhörst, dich das zu fragen, stirbst du innerlich ein bisschen. Keine Chance. Wir haben das im Blut. Durch dich. Wie war das, Dad, als du das erste Portal durchschritten hast? Ha, vergesst die Geschichten. Das Charon-Portal hat uns allen Angst gemacht, einschließlich Admiral Grissom. Lasst uns jetzt essen, was eure Mutter den ganzen Tag gekocht hat, und ich erzähle euch davon. Wurde das Eis ja doch noch gebrochen. Sobald es wieder um die Arbeit ging, da konnte wieder reden wie auf Fluss. Daran erinnere ich mich. Mom hat sich beschwert, dass der Ryder-Clan nie gleichzeitig im selben Zimmer war. Merkwürdig, wo sie doch eine Familie waren. Mehr musst du nicht wissen. Dad war keine angenehme Gesellschaft. Das betretene Schweigen dauerte oft stundenlang. Dennoch hatten sie ein gemeinsames Interesse. Ja, ob gut oder schlecht, deine Eltern färben einfach auf dich ab. So eine Art Symbiose? Ja, könnte sein. Allerdings nicht immer zum Vorteil. Sie sind daraus hervorgegangen. Das Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag verstanden, was emotionale Bindungen in einer Familie sind. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Okay. Dann haben wir jetzt noch Audiologs, die jetzt verfügbar sind, oder zumindest eins, und dann haben wir es schon bald wieder hier. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Ja, eins.
Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Legion. Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir da muss ich immer an Legion denken. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Ryder, Balavon hat gesagt, sie suchen nach mir. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein XN7 den Shadow Broker sucht. Ich kann alles besorgen, falls sie bezahlen können. Vor allem, künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Rat wird mir die Spectre-Rudelweise auf den Hals setzen, wenn er davon erfährt. Übersetzung. Ich beschaffe Ihnen den gewünschten Code. Aber der Preis hat sich gerade verdoppelt. Sollten Sie Ihren Teil nicht einhalten, schicke ich Leute. Leute mit Knarren. Also war letztendlich der Sam eigentlich nur dazu gedacht, also ganz am Ende zumindest, nicht ganz am Ende, hab diese Sache mit seiner Frau eigentlich dazu gedacht, die Frau zu retten. Im Großen und Ganzen war da natürlich schon mehr dahinter, aber das war wahrscheinlich dann das Hauptaugenmerk. Alles okay, Jack. Ich hänge einfach nur hier rum. Trotzdem danke. Sie sind beschäftigt, was? Nein, ich war nur in Gedanken. Von denen habe ich ziemlich viele. Aber wir sehen uns dann auf der Tempest, ja? Natürlich, Kleine. Hey Ryder, machen Sie einen Spaziergang? Sowas Ähnliches. Ich selbst komme gerade von der Nexus. Es ist langweilig dort. Alles schon gesehen und erlebt? Sie verstehen mich. Ich saß dort über ein Jahr fest. Also wenn ich nicht gerade Eos erkundet habe. Und ich weiß, dass jetzt alles besser wird. Lebendiger. Aber ich habe zu viele schlechte Erinnerungen daran. Viel Zeit werde ich dort wohl nicht verbringen. Gut. Jetzt haben wir noch die Kommandoebene und dann sind wir schon wieder fertig mit der Nexus. Falls auf der Kommandoebene überhaupt irgendwas ist. Ich glaube... Nee. Oder? Ich habe gerade überlegt, Kandros hatte uns mal eine Mail geschrieben, aber der wollte nicht mit uns reden, sondern der wollte, dass wir was gucken. Glaube ich. Ich werde es gleich sehen, ob hier irgendwas ist. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und... Ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. So, ja, da ist zumindest was. Es tut mir leid. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ein gebrochener Arm lügt nicht. Ich könnte es einfach markieren, die Quest, ne, aber... We don't do that here. Ah, Archivsystem. Ah, für Liam, genau. Exacto Mundo. Liam wollte ja das. Ja, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Wir jetzt höchstens schauen, ob hier irgendwer rumsteht. Das Sit. Nee, ich glaube, das war's, ne? Nee. Scheiß drauf, wir verziehen uns wieder von hier. Wir haben nichts mehr hier zu tun. Glaube, wir gehen als nächstes
kurz auf Eos vorbei, bevor wir nach Haval gehen und sprechen mit der Kollegin von der Corridor. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und ich freue mich schon auf den nächsten Kampf. Ich dürfte jetzt echt reinhauen mit meinen biotischen Fähigkeiten. Allerdings habe ich Angst, dass dadurch, dass ich da jetzt alles reingeprügelt habe in die Rüstung, dieses Zeug anhabe, bis das Spiel aus ist. Ja, ich glaube, wir haben alles. Dass ich diese Rüstung nie wieder ausziehen kann. Es gibt auch relativ wenig Rüstungsauswahl, muss man dazu sagen. Alle Systeme im grünen Bereich. Pillen stehen noch ALP zur Verfügung. Oh, stimmt, das muss ich ja auch noch machen. Wie darf ich mit Ihnen in den Einsatz? Ist vielleicht doch. Liam, ich habe deine Videos. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Dann nutze ich meine ALP. Die habe ich nicht umsonst. 2 von 19. Und 4 habe ich verfügbar. Gut. Ich überlege gerade tatsächlich, das mit dem Handelsding zu machen. Halten Sie Zugriff auf spezielle Warenangebote der Händler? Ja, komm, das mache ich. Erhöhung der Inventarkapazität brauche ich eigentlich nicht. Ich achte ja immer drauf. Verdienen Sie Investitionen regelmäßig Abständen Credits. Große Mengen Credits. War hier jetzt noch irgendwas, was mich interessiert? Schalte einen extra Slot für Verbrauchsobjekte frei. Noch einen zusätzlichen. Halten Sie mehr Credits für Apex-Missionen. Halten Sie regelmäßig Tech-Materialien. Organische Materialien? Nein. Also regelmäßig Forschungspunkte. Ich glaube, das nehme ich. Vielleicht bekomme ich dann nochmal Forschungspunkte von der Erde. So. 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 Das. Planeten in ganz Helios scannen. Okay. Sehe ich auch, ob ich was habe, ne? Aber ist gerade nichts. So. Ich würde ganz gerne. Nein. Mit Korra auf Eos, ja. Das Lager der Turianer finden. Genau das war's. Natalia Verwahl finden. Da muss ich warten. Verschollene Aachen. Gut. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas nützt. Gut. Ach ja. Dachte, ich muss nie wieder nach Eos. Das Pythias-System, Heimat von Eos und Prodromos. Jetzt muss ich ja jeden Händler angucken. Es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt irgendwas Cooles dabei ist, jetzt wo ich das freigeschalten habe. Boah, ich will gar nicht die Mods angucken. Es geht nur wieder schief. Ganz langsam anklicken. Ganz langsam. Leichterschaft habe ich da drin. Okay, ist schon das Beste. Rüstung. Habe ich auch schon das, was ich brauche. Hier sind diese Verbrauchsslots. Korra, it's you.
Und statt Pibi, keine Ahnung. Nee, ich lass Pibi mal. Oder warte, ich wechsle gleich auf das Team, was ich auf Hawal mitnehme. Charles und Cora. Und auf dem wiederum nächsten Planeten nehme ich Drag und Vetra mit, denke ich. Die Werte passen, alles ruhig. Immer schön durchwechseln. Das ist gleich hier schon. Okay, ich gehe aber kurz zu der Händlerin da vorne. Einmal du. Hallo. Sie sind zurück. Brauchen Sie etwas? Ah nee, du hast es gar nicht. Das war nur die da drin. Ich bin sehr gespannt, was Ihre Wissenschaftler über EOS herausfinden werden. Carnifex, Stufe 4. Nicht schlecht. Pathfinder-Helm, Stufe 4. Okay. War es aber auch schon. Ich level die gleich. Nicht mit der Dame gesprochen habe, mit der ich reden soll. Irgendwie nervt es mich jetzt gerade, dass ich nicht den Nomad geholt habe. Na egal. Wieso ist die Rüstung hier hinten orange? Habe ich aus Versehen was orange gemacht? Bewaffnet und gepanzert. Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass Sie den Kett-Angriff überlebt haben. Nach den Hinweisen, die wir gefunden haben, war es naheliegend, dass die Kett darin verwickelt sind. Ja. Genau wie Schmerz naheliegend ist, wenn man sich verbrennt. Ha! Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Von irgendwelchen Elite-Typen gejagt zu werden, ist alles andere als lustig. Was wollten sie von ihnen? Woher soll ich das wissen? Bei meinem Rang tue ich nur, was man mir sagt. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Das kriegen wir schon hin. Kümmern Sie sich erstmal um sich selbst. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe Ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Kett gewinnen. Ein Signal der Perifona von World verfolgen. Okay, ich soll jetzt wegen 800 Jahren nochmal nach Perifona. Nice. Nach World. What the fuck. Dann habe ich aber nochmal genug Gründe, dahin zurückzukehren. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Bitte suchen Sie weiter. Von Nitola Tlean. Sie kennen mich nicht, aber es heißt, Sie suchen nach unserer Arche, der Leusinia.
Nicht schon wieder Louisiana. Ist das wahr? Die Führung der Nexus ist so sehr mit der Station beschäftigt, dass die Arche einfach von allen vergessen wurde. Bitte geben Sie nicht auf. Meine Pflegeschwestern waren auf der Leusinia. Alter, das ist noch nicht fertig. Ich halte jeden Tag nach Ihnen Ausschau. Wenn sie wirklich da draußen ist und nicht im Orkusnebel verloren, dann bringen Sie sie bitte nach Hause. So, nur kurz gucken, ob in meiner Rüstung wirklich nichts Orangenes ist, weil das hat mich gerade verwirrt, muss ich sagen. Nope. No. Oh ja, hier tatsächlich. So, ich könnte jetzt eigentlich nochmal kurz in meinen Kiosk gucken, ne? Ob da jetzt was Cooles drin ist. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Was vermissen Sie? Shop. Black Widow 4, Piranha 4, Cyclone 4. Nochmal ein Reliktschlüssel. Was. Kataloge. Ich glaube, jetzt dürfte ich genug haben, dass ich das nie wieder machen muss. Vielleicht. Schaumbäder. So, gehen wir jetzt echt nach Hawaii oder nach World? Beunruhigend. Wieso? Kann ich die Antwort ändern? Vielleicht. Jetzt habe ich halt mehrere Sachen wieder da oben, ne? Cora Harper, Asari Hache. Ache. Ich würde eigentlich jetzt echt gerne vorher nach Hawaii. Allein, weil ich es gesagt habe, dass ich es mache. Allerdings interessiert mich das mit der Asari Hache. Ja, komm. Mach den Hauptauftrag da jetzt nicht. Aber das würde ich gerne machen, bevor ich nach Hawaii gehe. Vielleicht ist es ja gar nicht auf World. Vielleicht ist es ja nur hier in diesem System. Okay, es ist drauf. Beginne mit dem Anflug. Forward Orbit ist stabil. Nein! Ich hoffe, es zieht uns jetzt nicht automatisch in die Hauptmission. Das wäre jetzt einfach nur dumm. Irgendwie sieht das so special aus. Ich glaube, das zieht uns automatisch in die Hauptmission. Oder?